Du hast hier nicht herzukommen. Sie haben gestern, die haben, okay, er darf mich basteln während der Kontaktsperre. Er darf mich basteln während Kontaktsperre. Wo hat er dich basteln? Bei wem? Bei Lloyd! Bei Lloyd hat er mich Bastardum genannt! Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bild, Digga, will da nur mich. Diese Bild, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Glitz, ey. Boah, man denkt, Alfonso Davis. Oh, Junge! Komm, trau dich. Komm, bitte. Was denn? Oh, Pussy, ja. Oh, das war echt cool, yo. Findest du auch? Yeah. Setz dich auf meine Couch. Komm her. Der gehört Hiku. Hiku, komm. Hiku, Hiku, oh mein Gott. Hiku, 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 Ja, es gibt Grenzen. Räum mal nicht, du Dog, Digga. Was ist los mit dir? Mach dir auf krasser Krimineller. Ja, okay. Es gibt Grenzen. Ich denk nur an dich, Bruder. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Räum mal nicht. Ich denk nur an dich, mein Bruder. Später wirst du heulen, Bruder. Später wirst du heulen, Bruder. Findet ihr, ich hab jetzt schon eine Grenze? Ich check nicht, Bruder. Leute heulen später immer hier rum, Bruder. Leute heulen nun. Nein, Bruder, heul du nicht später. Ganz wichtig, Bruder. Heul nicht später. Bruder, warum nimmst du so auf Lunge, Bruder? Warum nimmst du so auf Lunge? Was für Schreiben, Bruder? Bleib mal hier. Chill mal, Bruder. Chill doch, Bruder. Chill doch. Was ist los mit dir? Ich sag zu dir, chill doch, Alter. Chill doch, Bruder. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Bleib mal hier, Bruder. Ey, Jungs, holt mal schnell einen in Tempo und wischt deine Träne weg, Bruder. Was ist los mit dem? Assalamu alaikum. Rühr dich mit, Bruder. Waalaikum salam. Auf die Couch, General ist schon hier. Setz dich hin, Bruder. Wo willst du dich setzen, Richie, Bruder? Du läufst so rum, du... Was suchst du? Willst du dich hier hinsetzen, wo ich setze? Richtig, Bruder. Komm. Wo ist Chico? Wach. Chico, bist du da? Ja, ich bin hier. Danach können wir reden. So, ja, Mafia, Chico. Wie kann ich dich helfen? Was ist hier schon wieder los? Bruder, Chico. Erzähl, du willst doch Richie reden, oder nicht? Weiß ich, wäre glaub gut, wenn noch Biggie, Traube und Oder du musst lernen, deine Sache einfach selber zu reden, weißt du, Richie hat sich die Zeit, genommen. Hast du eine Mille bereit? Was für eine Mille, Bruder, ja? Die Mille, die du gleich als Strafe bezahlen musst bei Richie. Okay, alles klar. Dann erzähl mal. Was gibt's da zu erzählen? Können erstmal deine ganze kleine Kinder hier weg? Was also für Kleine? Meine Brüder, ich, es gab eine Waffenrutsche. Warte ganz kurz, ey. Was haben wir denn gestern ausgesprochen? Richie, brauchst du erstmal was zu trinken und zu essen? Vielen Dank. Ich war in einem Gespräch bei MOV und da wurde mir vorhin dann gesagt, weil ich im Krankenhaus aufgestanden bin, hat mir Biggie erzählt, dass ich bei denen auf der Couch saß und durchgefunkt habe, dass ATK uns angreift, während der Waffenruhe. Anschließend waren meine Taschen nackt und ich bin im Krankenhaus aufgestanden. Woher weißt du das alles? Biggie. Biggie hat es dir danach erzählt? Biggie hat es mir danach erzählt, genau. Gut. Mafia, was sagst du dazu? Deswegen, wir können Biggie auch gerne dazu rufen. Er meinte auch, es waren mehrere Leute von MOB dabei. Bruder, dann sollen die Leute, die was gesehen haben, da, Bruder, weil ich kenne nur eine ganz andere Geschichte. Ja, wie ist denn deine? Jetzt ist eine Frage, Richie. Benutzt du Überwachungskameras oder nicht? Bis zu diesem Zeitpunkt konnten wir alles ohne klären. Wenn wir diese Büchse einmal aufmachen, ist alles vorbei. Eben, das ist sehr gut, dass du es sagst. Schau mal, Richie. Du weißt, wie es ist, wenn du sagst, hey, du packst deine Koffer und du möchtest deine Wege gehen oder nicht. Und man geht immer gerne seine Wege, indem man mit allen Leuten seine Probleme geklärt hat. Und ich wollte meine Wege gehen. Ich wollte etwas ganz Neues erschaffen. Ich wollte ATK ein Rebranding geben und ich dachte, okay, da muss ich meine jetzigen Probleme klären, weil nicht, dass man denkt, okay, ich habe ein Rebranding gemacht, weil ich Angst vor irgendjemanden habe. Da bin ich hier zu Hood gekommen, weil wir eine Waffenruhe haben, keine Kontaktruhe, ja, keine einstweilige Verfügung, wie ich bei meiner Ex-Freundin. Haben wir doch alle mal, Richie, wenn wir ehrlich sind, ja, diese 50 Meter und so. Nein? Okay. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall haben wir... Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich. Ich fand's nur nicht witzig, mein Bester. Bist du gerade aus dem Bett gekommen?
Nein, um Gottes Willen, ich bin den ganzen Tag nur am Lachen, nur der Witz war wirklich so schlecht. Bruder, checkst du nicht, Bruder? Wenn wir jetzt darüber reden im Nachhinein, muss ich lachen, weil das wirklich echt kacke war. Aber das ist doch meine... Ach ja, scheiß drauf. Auf jeden Fall war ich dann hier, ich sitze dann auf der Couch, ich schwöre dir, ich sitze auf der Couch. Auf einmal, Bruder. Aber warte mal, eine Frage, was macht, was, wer ist da zwischen euch? Ja, genau. Wie, wer ist zwischen uns? Wer steht denn da zwischen euch? Leute, Bruder. Was macht der denn hier? Was machst du denn hier, Santa, Bruder? Na, Gott weiß. Das ist deine Antwort, Leute. Heute ist Tag der offenen Tür, G. Kann man lieber auch heute. Weiß nicht. Nicht. Und da wollen sie immer einen Zeugen haben. Das ist deine Antwort, Leute, ehrlich. Nur Gott weiß, was ihr macht. Also vor 2 Minuten war noch Company auch hier. Alle waren hier, Richie, hier ist Tag der offenen Tür. Was macht ihr alle? Auch. Ja, aber was machen die hier? Die chillen hier, die genießen die Flaschen, die setzen sich immer gerne drauf, hier die auf dem Tisch. Guck mal, den von der ATK, er ist schon in der Nähe davon. Boah. Okay, gut. Chico, hast du was dagegen, dass Leute steht? Hier kann stehen, wer will, keine Ahnung. Sie juckt doch eh niemand mehr. Okay. Juckt doch eh niemand mehr. Chico, ja. Richie, wollten auch Tafelrunde hier halten nächstes Mal, ne? Ja. Ich hab ja neue Würfelpack gemacht, weißt du? Sehr gut. Okay, Mannes, kommt hinaus. Sollen wir erzählen weiter? Und genau, dann haben die Leute auf uns geschossen. Dann haben wir... Also ihr habt zuerst geschossen, nein, richtig? Nein, die haben jetzt zuerst hast du geschossen. Aber, nee, du hast gesagt, ihr habt zuerst geschossen. Nein. Haben die auf euch geschossen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wir saßen hier auf der Couch, einer kommt, schießt sofort auf uns. Sofort. Obwohl Waffenruhe ist, obwohl alles ist, schießt auf uns. Ich denke mir, okay, wir schießen zurück, wir wollen rauslaufen, es wachen Leute auf. Die hatten wahrscheinlich Ausstellung, das ist ja auch alles kein Problem. Dann holen wir die hoch. Wir wollten die eigentlich gar nicht abziehen, dann sind wieder Beleidigungen gefallen, dann ziehen wir die ab. Dann holen wir die hoch und dann fangen die wieder an zu beleidigen. Sagen Dinge, Bruder, ich stand bei dir an der Wand. Ich weiß, was du gesagt hast. Aber das war nicht mal 1% von den Sachen, die du gesagt hast, ja? Da wurden okay, Beleidigungen gedroppt, Bruder, von deine Mutter geht an in Penny, deine Mutter habe ich in Toffifee, Sachen wurden gesagt. Bruder, ich sag dir ehrlich, bis heute, ich distanziere mich davon und ich hoffe, dass es auf jeden Fall angenommen wird. Weißt du, was ich meine? Und da habe ich gesagt, okay, um die Situation einfach zu beruhigen, weil ich merke, da ist viel, viel dicke Luft zwischen denen. Ich knall die alle um, ich lass sie liegen. Ja, dass sie das vergessen, sollen die mich in Ruhe lassen. Ich habe gar keinen Bock auf diesen Schmutz. Weißt du, sollen die sich aufbauen, aber ich will mit diesem Schmutz gar nichts zu tun haben. Dann heute 23 Uhr, ich chill mit meinen Jungs in der Hood. Bruder, wir machen hier diese Rap-Filme, Bruder. Wir so ATK, Rough Riders ist gay, ey, Bro, wir gehen unser Way. Hey, so, Bruder, diese Filme, Bruder. Denkst du, Bruder, Bruder, ich distanziere mich auf jeden Fall nicht davon. Ja, denn es ist nicht schlimm, gay zu sein. Andere Sache. Auf jeden Fall, wir machen unsere Rap-Filme hier lecker, hier links, rechts, bam, 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 bam. Und dann wurde es richtig krass. Wir hören auf einmal Schüsse und ich denke mir, oh, der Bass, Bruder, wir haben neue Bass-Booster gekauft. Aber nein, es waren Schüsse von Rough Riders. 9 Autos greifen uns einfach in der Hood rein. Ohne irgendwas, Bruder, 5-6 Stunden später nach dieser Aktion greifen uns einfach in der Hood an. Was machen wir, Bruder ATK? Wir knallen die weg, Bruder. Wir stellen die an die Wand. Chico wird wieder frech, sagt Lil Bastard, Lil das, er will Krieg, er will mich ficken, er will mich aufhängen, er will dies, er will das. Da habe ich gesagt, okay, Safi, du willst Krieg, du bekommst Krieg. Und das ist die Geschichte, ja. Okay. Hey, Richie, kann ich eine Sache dazu sagen? Ja, natürlich. Schau mal, Rookie Girl, danke für deine 7 Monate. Für mich ist offensichtlich, ich glaube, du hast selber gecheckt, diese Aussage mit, erstmal, dass sie hier überhaupt reinkommen, nachdem wir Waffenruhe haben. Und danach zu behaupten, ey, wir haben alle umgeknallt. Ja, deswegen erinnern wir uns natürlich nicht dran, was da passiert ist, Richie. Aber er erinnert sich daran. Das heißt, nur er kennt die Geschichte, weil nur er sich erinnern kann. Und wir natürlich nicht. Aber eine Waffenruhe, erst recht, wenn es so angespannt ist, setzt natürlich voraus, dass... Kevin Akuna, danke für dein Prime. Okay, Jungs, guck mal, ganz logisch gedacht, guck mal, Jungs. Ich habe euch gestern gesagt, ihr hört auf damit, ne? Daran könnt ihr euch beide erinnern. Mhm. Und ihr alle beide, auf irgendeinem Weg, der eine mehr, der andere weniger... Scheißt wieder rein. Ja, ihr hört nicht, was man euch sagt. Euch interessiert das gar nicht. Ihr findet das witzig. Ihr denkt, es passiert sowieso nichts. Aber meine Herren, denkt, ich lasse mir auf der Nase rumtanzen? Jetzt mal wirklich. Ich habe euch gestern gesagt, ihr macht gar nichts. Das heißt, in dem Augenblick, okay, wo auf euch wegen irgendjemand geschossen wird, danach kann gar nichts mehr passieren. Ja, dass es zu so einem Punkt hier kommt und mit allen wieder beleidigen. Und am Ende seid ihr die Leidtragenden. Weil ich sag euch, ich werde ein Exempel an euch statuieren, meine Herrschaften. Und dann laufen mal, keine Ahnung, 5 oder 10 Mann eine Woche rum und können sich nur einen keulen. Was haltet ihr denn davon, Chico, Mafia? Ohne dass du dich jetzt wieder rechtfertigst für irgendwas. Aber was würdest du denn davon halten?
mal eine Woche wieder 10 Mann von dir, die können nichts machen, außer Haare schneiden. Was machen wir dann? Chico, bei dir, die können nichts machen, außer Motorrad fahren. Salam alaikum, eine Woche stehen die rum und atmen euch die Luft weg. Was macht ihr dann? Aber richtig, verstehe ich das Problem. Die haben uns gebasedet. Versteht ihr mein Problem? Versteht ihr mein Problem? Aber die haben uns gebasedet. Wir sind nicht die aktive Faktor. Ich habe doch hier gerade niemandem die Schuld zugesprochen, oder? Ich habe gesagt, der eine mehr, der eine weniger, alles gut. Bro, wenn wir schuld sind nach deinem Erfinden, dann gibt es der ganzen Familie. Aber habe ich das? Warte mal, habe ich das? Nein. Aber versteht ihr, was ich euch damit sage, wenn ich sage, ihr haltet mal den Ball flach? Und obwohl ihr wisst, dass es von mir ausgesprochen worden ist, wurde drauf geschissen. Dann auch mit hier Mutter und Hutter und hin und her und ihr beleidigt euch. Genau aus diesem Grund sag ich doch, dass zwischen euch erstmal Pause ist, damit es genau nicht zu diesem Punkt kommt. Und ihr scheißt drauf. Wer hier jetzt der Schuldige ist, habe ich doch noch gar nicht gesagt. Jungs, okay? Ja, Mafia. Ich würde nur sagen, ich will nicht den gleichen Fehler machen wie beim letzten Mal und dir in dein Wort fallen und deine Entscheidungskraft irgendwie schlecht reden. Wenn du der Meinung bist, dass das Richtige ist, dann ist das Richtige, weil am Ende entscheidest du. Aber ich kann dir sagen, in dieser Situation, Rough Riders hat uns gebaseratet. Wir saßen hier, die haben uns angeschossen, wir wollten nichts mehr mit denen, haben die 4-5 Stunden in Ruhe gelassen, die baseraten uns auf einmal, beleidigen uns auf einmal. Die zu schützen, würde nur eine weitere schwache Familie hier ans Licht bringen. Die wollen diesen Krieg, sollen sie diesen Krieg bekommen. Darum ging es gar nicht. Euer Streit, der so wichtig anscheinend für euch ist, dass ihr nicht voneinander ablassen könnt, der interessiert mich in dem Augenblick gar nicht. Ich habe euch bewusst gesagt, ihr haltet euch fern voneinander. Okay? Und irgendeiner von euch hat ja reingekackt. Also irgendeiner hat ja reingekackt. Irgendein Maniac hat sich ja dazu entschieden, darauf zu scheißen. Und wer auch immer dieser Maniac war, der wird am Ende diese Konsequenzen dafür tragen. Und die Konsequenzen wird die ganze Familie von euch tragen. Weil ich habe euch das gesagt, wir haben immer wieder über alles hinweggesehen und nochmal hier, da hinweg und da. Aber irgendwann kommt der Punkt, meine Brüder, wo man nicht mehr hinwegsehen kann. Warte, kann ich mal Chico die Fesseln wegmachen, dass er sich auch melden kann, falls er was zu sagen hat? Chico, ja, also ich kann du dich auf jeden Fall sagen. Ich kann dir auf jeden Fall sagen. Willst du dich umdrehen, Chico? Richie, du weißt ja ganz genau, du hast auch ausgesprochen gehabt, dass... Ja, Modi, dann machst du am besten einfach. Du hast ja auch ausgesprochen gehabt, dass wenn einer dieser... deinen Pakt, den du da geschlossen hast, missbraucht, dann wird der bestraft mit 1 Million. Erinnerst du dich? Ja, ich scheiß auf diese Millionen. Ihr habt sowieso kein Geld. Ich scheiß drauf. Ich nehme euch Leute weg. Doch, er hat 1,9 Millionen. Ich scheiß auf das Geld. Soll er nehmen, soll er sein Geld. Ich nehme euch die Leute zum Ballern weg. Das tut euch mehr weh als dieses Drecksgeld. Ich nehme euch die Leute weg und ich sage euch eins, ich werde auch in eure Lage gehen. Ihr werdet das gar nicht merken. Ich werde mir links und rechts mal ein bisschen wieder mal hier meinen Schadensersatz raussnacken, weil ihr nicht hört, was man euch sagt zum 100. Mal und ihr drauf ja, also kackt, meine Brüder. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich mehrmals die Cousins dann auch das Gespräch hatte mit denen. Und denen das auch immer wieder erzählt hatte, was da gerade passiert ist, nachdem mir Biggie das erzählt hat. Weil ich wollte heute ganz normal Teledin einkaufen bei Okay, Biggie. Guck mal, weißt du, ich geb euch jetzt ein einmaliges Angebot. Und guck mal, entweder, und das meine ich ernst, und das meine ich wirklich ernst, hört genau zu. Ich gebe euch beiden eine einmalige Chance, die so sehr selten wiederkommen wird. Ihr werdet mir jetzt hier die Wahrheit sagen, genau wie es passiert ist. Und dafür werdet ihr eine milde Strafe bekommen, wenn derjenige die Wahrheit hier sagt. Solltet ihr weiterhin lügen, werdet ihr eine Strafe abbekommen und ich werde alles dafür in Bewegung setzen und werde rausfinden, wer das war und der wird einen richtigen Deckel kriegen von mir. Also sucht euch aus. Sagt die Wahrheit und nehmt eine kleine Strafe hin, lügt weiter und es wird einen Riesenknall geben. Also mal für den einen mehr und für den anderen weniger. Eine Frage an dich. Du weißt, dass wir eine Waffenruhe haben. Bist du hierher gefahren und reingefahren ins Chapter, ja oder nein? Du, ich glaube, du sprichst die Sprache Deutsch nicht. Nein, nein. Wir sollen mit Richie reden. Nicht du sollst. Nein, nicht du. Lass mal die Barbara Salle sprechen. Danke. Ich habe euch schon gesagt, will einer die Wahrheit sagen? Will einer von euch sagen, wie es passiert ist? Oder wollt ihr nicht? Oder wollt ihr weiter lügen? Weil ich gebe Leuten, die Wahrheit sagen, immer eine Chance. Merkt euch das. Aber sagt die Wahrheit. Dann rede du als erstes, Hamudi. Ja, bitte. Ja, wie gesagt. Hast du was zu essen und trinken? Ich bin kurz 1-2 Triple, Bruder. Ich habe kein Essen und Trinken. Habt ihr mir gerade weggenommen. Auf jeden Fall, ATK. Einer von euch ist. Sag nur mal Mafia. ATK ist 192. Einfach hier hingekommen, heute früh, und hat uns gebaseratet. Und hat jeden hier ausbluten lassen, damit wir uns an diesen Base-Rate nicht erinnern. Okay, aber die Geschichte hat anscheinend bei MOB auf der Dings begonnen, auf der Couch. Biggie MOB. Biggie hat zu mir gesagt, Biggie hat mir erzählt, dass wir bei denen waren. Okay, und was ist mit dem Morgen passiert? Wir haben da gerade darüber gesprochen, dass wir Teledin kaufen wollen. Gar nichts.
Wann war das denn, Chico? Das war heute Mittag. 16 Mittag Uhr. Ist das das, wo 16, du auch redest? Ja, genau, das meine okay, ich. Okay, ja. Das ist wichtig. 16, 17 Uhr, sowas. Okay. Irgendwie weiter? So um den Dreh. Ja, weiter, ihr habt ich habe dann Biggie auch anschließend gefragt, ob wir ihn dazu bringen können, wenn dieses Gespräch hier stattfindet. Der hat gesagt, Bruder, sag mir Bescheid, ich komme vorbei und ich sag, was da war. Der sagt, bevor wir ihn rufen, ich will erstmal hier. Ja, ja, alles gut. Der hat gesagt, du saßt da, wir haben ganz normal darüber gesprochen, wegen Teledin, Einkaufen, hin und her. Und aus dem Nichts hast du auf einmal gefunkt, dass ATK angreift und dass alle ins Chapter sollen. Weil meine Leute waren wahrscheinlich verteilt. Der eine, du weißt, der war ballern, der eine war sammeln, je nachdem. Mhm. Und dann sind wir anscheinend dort, wir waren zu dritt in der MOB Hood und dann sind wir von dort aus hier ans Chapter gekommen. Und anschließend war ich im Krankenhaus. Okay, Mafia, deine Version? Okay. Wie ich gesagt habe, ich bin hierher gekommen, um das Gespräch zu suchen. Ja. Ich bin nicht hergekommen, um irgendwie Probleme zu suchen, weder noch, ich bin hergekommen, um das Gespräch zu suchen, weil ich gesehen habe, okay, vielleicht hat man viel zu viel Kraft darin investiert, eine gegnerische Partei zu ficken, anstatt vielleicht nochmal normal mit denen zu reden, vielleicht habe ich die auch falsch eingeschätzt. Dann bin ich hierher gekommen, ich bin original diesen Weg hier hingegangen, wollte mich hier auf die Couch setzen und auf einmal wurde ich von einem Rough Riders angeschossen. Und ich habe dann zurückgeschossen. Aber wir sind hier nicht gekommen, um irgendwie die zu base raiden. Nein, wir sind gekommen. Was ist dann passiert, als du geschossen hast? Da habt ihr die hier dann... Ja, dann sind welche aufgestanden, nachgekommen, was auch immer. Ja. Und dann haben wir die da hier gelegt. Dann haben wir die hochholen lassen. Wollten eigentlich nochmal mit denen reden, aber es ist halt dann... Die wussten ja nicht, mit was für einer Intention wir hergekommen sind. Und die Intention hat sich auch ganz schnell verflogen, als wir herkommen, ohne mit uns zu reden, wurde sofort auf uns geballert. Haben wir sofort verstanden, okay, das ist keiner, der reden möchte. Keine Ahnung. Gut, dann haben wir dann erstmal gut, dass du die Wahrheit sagst, Mafia. Ist ja kein Problem. Habe ich doch davor schon, genau das gleiche habe ich davor schon erzählt. Ja, nochmal. Ich habe mir das jetzt genau Schritt für Schritt nochmal angehört. Vielleicht habe ich hier beim ersten Mal nicht richtig zugehört. Okay. In dem Fall bist du natürlich der Schuldige. Warum bin ich der Schuldige? Was habe ich gesagt gestern Abend? Wer weiß noch meine Worte? Du hast gesagt, dass wir nicht gegeneinander schießen sollen. Kontaktverbot hat er gesagt. Wenn ich hierher komme und auf mich geschossen wird, wenn er auf mich schießt und ich dann... Was hast du hier zu suchen? Wenn ich mich hierher komme und mit dem... Mafia, was suchst du hier? Wie gesagt. Ich kläre das hier vor euch. Ich habe euch gesagt, weil ich gestern schon gemerkt habe... Okay, dann habe ich eine Frage. Ja, Moment, eine Frage. Moment mal, Bruder, das ist ganz einfach. Ich stelle dir eine Frage, du antwortest. Okay, alles klar, perfekt. So, was habe ich gestern Abend zu euch gesagt? Ich habe gesagt, soweit ich weiß, Waffenrufe. Nein, soweit ich weiß, erst in 3 Tagen soll wieder irgendwas geschossen werden. Soweit ich weiß, ja, so habe ich es auch mitbekommen. Ihr haltet euch 3 Tage voneinander fern und das Einzige, was du machst, ist direkt am nächsten Tag in deren Chapter reinlaufen und dich irgendwie hinzusetzen. Das war nicht am nächsten Tag, das war am übernächsten Tag. Und ich bin nicht in deren Chapter reingelaufen, um mich hier hinzusetzen, sondern ich war gestern, wo ich euch die Kontaktsperre ausgegeben habe. War das gestern? Das war gestern. Mafia, was ist denn los mit dir? Auf jeden Fall, ich bin hierher gekommen. Ich habe die ganze Zeit gehupt, es war keiner da. Natürlich, wenn ich mit den Leuten reden möchte, soweit ich weiß, heißt es schießen. Und so hast du das auch kommuniziert mit Schießen. Okay, warte, das heißt, du möchtest mich jetzt bestrafen, weil Rough Riders auf mich geschossen hat und ich zurückgeschossen habe? Und ich das sogar nachweisen kann? Zu 100%. Okay, dann lass uns doch hier, du sagst ja, du hast ja hier Überwachungskamera, bla bla bla, dann lass uns doch hier mal eine kleine Wette abschließen. Wenn der erste Schuss von uns kam, dann darfst du die erste Familie hier auflösen. Nein, das Problem ist... Ich hab doch gesagt, ihr kriegt eine milde Strafe. Nein, das hat nichts mit milde Strafe zu tun. Okay, dann kriegst du eine harte Strafe. Nein, ganz kurz, ganz kurz. Lass mich nur eine Sache sagen. Ja, sag mal, okay, und warum hat Rough Riders uns dann gerade gebase-raided, wenn sie doch eh den Weg über Richie suchen? Warum haben sie uns gerade gebase-raided? Ja, weil ihr die hier eh bei dir zu Hause weg. Vier Stunden später, ja, siehst du? Ey, Jungs, holt mal bitte wieder Leute zurück. Alles gut. Ich habe nämlich angerufen. Du hast angerufen? Cousin hat mir dann gesagt. Okay, perfekt. Ihr alle beide. Soll ich dir sagen, warum ich hier war? Weil gesagt wurde, wir sollen uns voneinander fernhalten, wir sollen nicht gegeneinander schießen anscheinend. Weil gesagt wurde, es soll sich voneinander fernzuhalten. Kommst du hierher? Hörst du die? Bruder, Allah, ist okay. Das heißt, wenn du sagst, wir sollen keinen Krieg miteinander führen und Chico mich vor Leute die ganze Zeit gesagt, darf ich ausreden? Voneinander fernhalten und dann nur schießen. Darf ich? Er ändert immer seine Meinung. Perfekt.
Ja, ja. Wenn Leute mir sagt, dass er mich die ganze Zeit Lil Bastard nennt und sagt, er möchte mich ficken und die ganze Zeit mich beleidigt, okay? Und ich glaube, man sollte diese Kontaktsperre von dir nicht ausnutzen, um da seinen künstlerischen Freiraum zu haben und sagen, ey, wir haben gerade, zum Beispiel, wir hatten ja auch eine Kontaktsperre, aber wenn ich während der Kontaktsperre sage, ey, Richie, du Schwanz, Richie, du kleiner Bastard oder sonstiges, wirst du dann nicht vor meiner Haustür stehen? Sei mal ehrlich zu dir selber. Darf ich diese Kontaktsperre ausnutzen, um meinen Beleidigungen freien Lauf zu lassen? Und das kann Leute gerne bestätigen. Wie meinst du das? Das, was passiert ist? Am Vortag, und das ist auch einer der Gründe, warum ich hier war, wo ich gesehen habe, okay... Am Vortag wurde das gesagt. Und danach kam die Kontaktsperre. Nein, eben nicht. Bitte holt mal einer Leute dazu. Gestern Nacht hatten die einen Kampf gegen Santa. Er hatte einen Tag mehr gelebt wie wir, oder? Bruder, bin ich. Was laberst du? Okay, warte. Mason, bist du da? Ja. Das war gestern. Hatten die gestern einen Kampf gegen Santa oder nicht? Ja. Die haben doch gestern gegen Santa gekämpft. Die Mafia, das war gestern. Okay, wann habt ihr denn gegen Santa gekämpft, Chico? Wann habt ihr denn gegen Santa gekämpft? Nein, ich hab nichts verwechselt. Ich hab gestern Abend euch die Kontaktsperre ausgegeben. Nein, hast du nicht. Wann ist denn gestern Abend für dich? Schau mal. Jetzt ist dunkel, als es das letzte Mal dunkel war. Soll ich es noch einfacher erklären? Ist doch vorgestern. Ja, ist doch vorgestern. Audubillah, mein Bruder hat. Ey, Mafia, trink mal was. Gib mal ein Glas Wasser mit. Gib ihm mal ein Wasser. Ist der dumm? Schlaganfall an. Trink mal was, Bruder. Ey. Okay, warte mal ganz kurz. Gib mir mal was. Warte mal ganz kurz. Gestern. Also, lass doch bitte das Datum und Uhrzeit drin, ist viel einfacher. Jungs, guck mal. Uhrzeit. Nein, Jungs, bitte, nein. Guck mal, Mafia, bitte hör zu. Nein, das hat nichts damit zu tun. Er beleidigt mich nach der Kontaktsperre. Bruder, holt mal bitte einer Leute dazu. Bruder, wir reden hier nicht weiter, bis Leute da ist, Bruder. Du versuchst doch wieder. Nee, chill doch, Bruder. Warte doch einfach, bis Leute da ist. Das ist doch mein Zeuge. Er ist doch mein Zeuge. Nein, guck mal, wir reden nicht weiter. Ja, aber Bruder, warte doch, bis mein Zeuge da ist. Wo ist das Problem? Wir reden nicht weiter. Du wirst sehen, was du davon hast, wenn du so. Wir holen Leute, so lange rede ich nicht. Ja, aber du versuchst gerade mir vorzuwerfen, dass ich. Ich hab dir gesagt, Kontaktsperre. Du hast hier nicht herzukommen. Sie haben gestern, Grund, er darf mich Bastard nennen während der Kontaktsperre. Er darf mich Bastard nennen während Kontaktsperre. Wo hat er dich Bastard genannt? Bei wem? Bei Lloyd hat er mich Bastard genannt. Hör mal mit deiner Politik. Sag mal ruhig jetzt rein. Ich hab mit Respekt hier versucht, mit euch zu reden, okay? Mit Respekt, okay? Ich spreche jetzt nochmal aus, okay? Ihr beiden Familien, haltet euch die nächsten 3 Tage voneinander fern. Und diese letzte Missachtung der Kontaktsperre, dafür wirst du mal für eine Strafe bekommen. Nein, werde ich nicht. Ach, weil du das sagst? Nein, werde ich nicht. Warum darf er mich während der Kontaktsperre Bastard nennen? Pass auf. Guck mal. Es ist ganz einfach, weil du denkst, ich nicht. Und irgendjemand kann dich hier daraus retten. Ich was hat dann mit Retten zu tun? Das hat doch nichts mit Retten zu tun. Was heißt ich nicht? Du willst meinen einzigen nicht? Zeugen, willst was du nicht herholen? Nicht? Lass mich doch Leute herholen. Wo ist denn das Problem? Du entscheidest es, wen ich bestrafe. Ja, aber du möchtest mich bestrafen und du sagst, ich habe irgendein Problem mit der Zeitrechnung, aber gestern hatten die einen Krieg gegen Santa. Gestern haben die gegen Santa gekämpft und da hatten wir die Kontaktsperre schon. Und dann hat er mich die ganze weil er mich während Santa beleidigt weil, und eine Kontaktsperre weil hey, wir eine Kontaktsperre haben und er die ganze Zeit rein provoziert. Wenn wir eine Kontaktsperre haben, Richie, sei doch mal ehrlich zu dir selber, wenn wir eine Kontaktsperre haben und ich dich die ganze Zeit beleidige, stehst du dann vor meiner Tür oder stehst du nicht vor meiner Tür? Sag mal, du hörst doch. Beantworte meine Frage. Eine Kontaktsperre bedeutet, dass man den Namen von dem anderen nicht in den Mund nehmen darf. Korrekt oder nicht? Wer sagt das denn? Eine Kontaktsperre ist, dass du keinen Kontakt mit ihm hast. Okay. Ich kann hinten sagen, dass der größte Haller dieser Welt. Aber dann lasse ich mir das nicht gefallen. Ja, und deswegen wird die Strafe, weil du meine Sache auch nicht dir gefallen lässt, meine Strafe, die ich euch gegeben habe, war 3 Tage, das lässt du dir nicht gefallen. Ich lasse mir das auch nicht gefallen, dass du da einfach hingehst und meine Sache missachtest. Okay, und warum dürfen die uns dann zurück angreifen? Hör mir zu. Sag mal, du hörst dich zu. Mafia, guck mal, du machst nur noch schlimmer für dich, okay? Ich habe gesagt, wenn du ehrlich bist, willst du eine kleine Strafe. Du entscheidest ja jetzt hier, nein, ich krieg keine Strafe. Warum soll ich denn eine Strafe bekommen, wenn du mir vorwirfst, ich habe ein Problem mit der Zeitrechnung? Du sagst mir, ich habe ein Problem mit der Zeitrechnung. Gestern hatten die einen Krieg gegen Santa. Weißt du, warum die auf die Frage nicht antworten? Weil die wissen, dass ich recht habe. Die haben mich während dem Krieg mit Santa beleidigt, haben das geforst, haben gebaitet.
haben provoziert. Nein, nachdem dann komme ich hier um zu reden. Hast du dreimal uns beleidigt, während du rauskommst, worüber redest du? Dann komme ich hier um zu reden, werde von denen angeschossen und ich soll eine Strafe bekommen, weil die auf mich schießen? Nein, Mafia, guck mal. Weil die auf mich schießen? Und diese Strafe, schau mal. Weil die auf mich schießen? Ja, du kannst noch gerne weiterreden und nochmal, ich sag dir das vernünftig. Ich höre mir immer beide Seiten an. Und das hat nichts mit dir oder mit Chico zu tun. Hätte Chico den Fehler gemacht, hätte ich gesagt, da. Ich habe euch gestern Abend gesagt, weil diese Sache zwischen euch schon so festgefahren war. Ihr lasst 3 Tage voneinander. Nein. Ich sag dir, ich kann dir das zeigen. Du hast gesagt, Überwachungskameras, ich kann dir das zeigen. Aber wenn du mich jetzt hier probierst zu bestrafen, obwohl die den Krieg die ganze Zeit probieren. Ich werde dich bestrafen. Und warum? Wie warum? Weil du die Kontaktsperre okay, und warum? Hast. Okay, und was haben die gemacht, indem sie mich angreifen? Was hast du hier in dem Anwesen? Okay, was haben die, warum, wenn die mich angreifen? Moment. Richie, wenn die mich angreifen? Was hast du hier in dem Anwesen zu suchen bei einer Kontaktsperre? Erklär okay, und wenn die mich angreifen? Danach haben sie dich angegriffen. Was okay, du hier bei denen? Okay, aber es ist doch Kontaktsperre. Dann dürfen die sich doch auch nicht angreifen, oder nicht? Kontaktsperre, du Maniac, sitzt in deren Wohnzimmer. Kontaktsperre. Okay, warte, dann sag mir nein. Warum versuchst du sie zu verteidigen? Warum haben die mich denn zurück angegriffen? Die haben mich doch gebächelt nach 4 Stunden. Ja, du hier drinnen warst, aber ey. Okay, Mann, bist, und das ist in Ordnung. Aber wenn, er mich beleidigt, das ist nicht, dann ist es nicht in Ordnung, dass ich reagiere. Ich glaube, dir kann man nicht helfen. Hör mir doch mal bitte zu. Guck mal, fünf Mann nehme ich die jetzt schon mal für ein paar Tage weg. Für 3 Tage nehme ich die schon mal 5 Mann weg. Okay, für diesen Satz. Ah, okay. Und das willst du auch bei Kali machen? Ich mach's bei jedem, wo ich safe. Sicher. Derjenige ist doch nicht geboren, was meine Eier sagt. Sicher. Will ich sehen, wie du das bei Kali machst. Sicher. Kleiner Mann. Sicher. Ich mach's bei jedem, wo ich bin. Sicher. Hör mir zu. Sicher. 5 Mann für deine große Sicher, Fresse. Such dir 5 aus. Such dir sogar 10 aus. Ich scheiß drauf. Schick mir 5. Mir ist scheißegal. Mach. Du hast sowieso Listen. Mach. 5 Mann. Mach. Guck mal. 5 Mann. Mach. 5 Mann. Mach. 3 Tage. Mach. Bleibt ihr bei 6 Mann. Mach. 7 Mann. Mach sogar 20. Ah, so einer bist du. Ja. Direkt dann wie ein Kind, hä? Ja. Okay, alles klar. Hör mal zu. Ich werde das noch vielleicht kriegen. Hol Luft, Bruder. Alles Gute. Halt deine Fresse, du Depp. Ja, warum bist du denn so sauer? Nee, weil du ein kleiner Schwanz bist. Ja, aber chill doch. Ey, bleib doch ruhig. Du hast keinen Respekt. Ja, aber bleib doch ruhig. Du mit deiner großen Fresse. Hey, Richie, bleib doch ruhig jetzt. Guck mal, eine Woche London mit deiner Familie kannst du schön an den Strand gehen. Hast du eine Woche London? Was redest du? Ja, pass auf. Chill mal. Ihr könnt doch eine Woche am Würfelpark stehen mit euch. Chill mal. Hier, lass die ausbluten. Knallt die Love Riders um, lass die ausbluten. Knallt die um, lass sie ausbluten. Lass sie ausbluten, Bruder. Ja, oh mein Gott, Digga, let's go. Deine Fresse, Digga. Mach nicht auf Mann, wenn du Pussy bist, Bruder. Lass sie ausbluten, Bruder. Lass sie ausbluten. Ey, das Auto ist von dem aus weg. Ich hab's nicht mehr. Ey, Bruder, ihr müsst hier ausbluten lassen. Müsst ihr ausbluten lassen? Ey, wir müssen die einmal unter der Wand haben. Jetzt gibt's keinen Weg zurück mehr, ne? Jetzt gibt's keinen Weg zurück mehr. Maus, hast du Wisse? Jetzt gibt's keinen Weg mehr zurück. Müsste Nico auf dem Boden. Jetzt gibt's keinen Weg mehr zurück. Scheiße. Ey, Jungs, lass dir. Ey, du musst funken, Bruder. Ich glaube, ein Kind fahren, oder? Was soll denn machen? Dafür extra Schuss. Ja, was? Wo Heli? Nein, kein Heli. Was für Heli? Was lass die ausbluten, Bruder. Lass die ausbluten. Ich versenk das. Wie mit du? Ja, fahr weg, fahr doch vor ins Wasser. Ins Wasser. Ein Auto auf Brücke, wer ist das? Irgendein Auto ist auf Brücke, Jungs. Wir sind auf Brücke. Das ist unser Auto. Ja. Ey, Jungs, Bruder, ich mach Flugmodus. Was? Nein, ja. Flugmodus. Warte. Ich muss das Auto irgendwie wegbringen oder so. Ja, wir schon Platz. Hier links zum Beispiel. Er wollte mit mir reden wegen Munition. Er wollte mir Munition verkaufen. Ja, dann geh ran, Bruder. Geh ran, wenn er die Munition verkaufen wollte. Oder zu viele Augen, Bruder. Scheiße. Geh ran, wenn er die Munition verkaufen wollte. Bruder, dann fragst du irgendwas, Bruder. Kurz in Company rein und die auch ausbluten lassen. Scheiße. Allein, dass wir ihn ausbluten lassen wollen, Bruder, wir spielen das doch im RP aus, Bruder. Checkst du das nicht? Checkst du das nicht? Er kann das doch im RP wieder benutzen, das juckt uns nicht, Bruder. Aber allein dieser Fuchs. 9 Minuten. Allein diese Ding, Bruder. Dieses Feeling jetzt, Bruder. Chill doch einfach. Chill doch. Bleibt jemand bei den Leichen, Jungs. Wir müssen hier aus der Schussbahn hier weg. Stark. Bring mal hier links. Ich mach schon die Ecke weg.
Hier ist gut, hier ist gut, hier ist gut. Sollen wir da bleiben oder sollen wir weg? Ey, ey, doch, geh ran, Bruder, sonst wird Mette hierher kommen. Sag ihm, ja, sag ihm mäßig so, die sind schon weggefahren, die sind schon weggefahren. Ihr müsst wo sagen, sagt wo. Da. Bei dem Schrottplatz waren hier in der Nähe Schüsse irgendwo. Cousins-Kolonius? Scheiße, ey, die sind da, die sind da, Bruder, die sind da. Okay, ja, dann bringt nichts. Okay. Es geht nur um die Entscheidung. Scheiße, er muss sterben, er muss sterben, Bruder. Stellung, Stellung. Was machen unsere Leute, Bruder? Stellung halten, Bruder. Wo ist wo ist die Dings von uns, ey? Ich weiß es nicht. Ich hab einen. Ja. Echt? Bruder, wie ist der reingekommen? Ey, die sind irgendwie vorm Anwesen oder so, wurde gesagt. Bruder, wie ist der reingekommen? Wir brauchen Santas Hilfe. Wir brauchen Santas Hilfe. Bitte. Ey, Jungs, wisst ihr, bei der Gegner da oben ist es. Bruder, der ist einfach drin gespawnt. Wer ist das? Hallo. Mafia, du musst links von mir halten, ne? Bei der Gegner, ey. Schieß, hallo. Deren G-Klasse, schwarze G-Klasse von die. Ja, G-Klasse, schießt auf die, ey. Hey, Chuck, danke für den 3 Monate. Bist du das da? Ja, Bruder. Bitte, Jungs, ihr müsst die ficken. Die haben gebannte Autos, die haben gebannte Autos. Einfach raufhalten, Jungs. Die haben gebannte Autos. Bruder, er muss sich nur an die Entscheidung nicht erinnern. Wir brauchen letzte Rhythmusik. Ey, Jungs, was für uns denn direkt? Ey, seid mal ruhig, ruhig. Sei mal ruhig, Digga. Halt mal die Fresse, Digga. Was ist mit dir? Mit was für Ochsen die... Oder sei mal ruhig, halt, oder? Mit was für Ochsen die hergekommen? Mit G-Klassen, so wie die... Wie heißt das Lied? Panzer, sind die Panzer? Sind die Panzer? Nein, Leute denken letzter Ritt, Bruder. Nein, aber Richard, Richard. Wir können Rittchen mitnehmen. Und den anderen mit Panzerauto. Gutes, guter Call. Sehr guter Call. Aber wie kommen wir raus? Aber die müssen. Die müssen eigentlich nur ausbluten. Die werden nicht schnell pushen, Bruder. Wenn die ausbluten, dann ist egal, Bruder. Dann ist am besten, wenn wir alle sterben, Bruder. Richie! Richie! Gib mir deine Kette, du Dog! Ja, Dog, was du willst! Ja, Dog, Richie! Ja, Dog! Du kleine Kaba, du! Hä? Hey, lass dich ruhig, als Mann, ey, das ist Zombie, Bruder! Oh mein Gott! Ja, komm mal her, du kleiner Bastard! Lass dich ruhig! Lass dich ruhig! Sula! Chill, Bruder, Bruder, das sind 20 Stück, die lang was! Einfach Zombie, Bruder, einfach Zombie! Ey, Jungs, ey, wir sind Zombie gegen alle, Bruder, Zombie gegen alle! Was sind das für Autos? Aber nicht schlafen gehen. Es sind schon welche vorm Anwesen. Ja, sind schon. Die fahren rein. Wie, haltet einfach Raid Peaks. Die sind drin? Ja, die sind drin. Boah, das geht doch nicht, Bruder. Was denn? Bruder, man kann nicht treffen. Wer ist mit mir oben? Richie meinte kein Baiten, kein gar nichts. ATK bei Santa, obwohl sie zu 100% wissen, dass Santa uns das sagen wird, ist Baiting. Ja, natürlich, Elias, ist es Baiting. Aber das Problem ist, das wird nicht gewertet. Und warum wird das nicht gewertet? Weil, schau mal, unsere Leute werden gebannt mit dem Grund, werden permanent gebannt mit dem Grund Final City. Und das ist wieder schwach, Bruder. Das ist wieder schwach, weil man uns darstellt, Bruder. Weil man uns darstellt, als würden wir das machen, weil wir zu Final City gehen. Das hat halt nichts damit zu tun, Bruder. Und dass Abu Zeta sowas macht, Bruder, das ist schwach, Bruder. Das ist richtig, richtig, richtig schwach, Bruder. Das ist richtig, 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 richtig schwach, Bruder.
nach über einem Jahr, Bruder, nach über einem Jahr auf diesem Server, dass wir alle gebannt werden mit Grund Final City nach einer IC-Situation, die wir IC gespielt haben, Bruder. Das ist richtig schwach, Bruder. Das ist richtig, 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 richtig schwach, Bruder. Aufhören mit der Schießerei. Das ist richtig, richtig, richtig schwach, Bruder. Und jetzt werden wir gebannt mit dem Grund Final City. Als würden wir letzten Ritt machen, Bruder.